Über Moskau wurden drei ukrainische Drohnen abgeschossen. Die russische Seite hat die Drohnenangriffe über Moskau bereits bestätigt. Zwei Drohnen seien in der Nacht auf Sonntag abgeschossen worden, berichtete die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS. An zwei Bürogebäuden habe es leichte Schäden gegeben. Tote oder Verletzte soll es nicht gegeben haben. Der Flughafen Moskau-Vnukovo im Südwesten wurde laut der russischen Nachrichtenagentur TASS vorübergehend für Abflüge und Ankünfte geschlossen. Flüge seien umgeleitet worden. An anderen Flughäfen in der Region lief der Betrieb laut dem Bericht weiter. Die russische Regierung warf der ukrainischen daraufhin Terror vor. Diese hatte angekündigt, sich das Gebiet wieder zurückholen zu wollen. Drohnenangriffe auf die Krim sind dabei keine Seltenheit.